Die Schuldirektion hat beschlossen, dass wir ab heute diese Maske tragen müssen. Die sind zu eurem Schutz. Ich verstehe nicht ganz. Ja, es haben sich an unserer Schule einige außergewöhnliche und außerordentliche Vorfälle ereignet. Ihr wart ja leider die Leidtragenden. Ihr habt es ja am eigenen Leib erfahren. Sie beziehen sich auf den Vorfall mit der Schülerin aus der 3B. Ja, bedauerlicherweise. Sie war wie besessen. Was ist mit ihr? Sie sieht seltsam aus. Ja. Geht es dir gut? Michael! Was ist? Was suchst du in unserer Klasse? Achtung, es ist gefährlich! Wir haben keine Chance. Leg dich in die Vergangenheit. Was? Was ist passiert? Wie komme ich hierher? Was soll das? Du weißt es nicht? Das Letzte, an das ich mich hier erinnere, ist, dass ich am Dachboden war. Am Dachboden? Aus Sicherheitsgründen tragen wir jetzt alle diese Masken. Zumindest so lange, bis wir nicht wissen, wer oder was von der Schülerin aus der 3B Besitz ergriffen hat. Der Beschluss gilt für die gesamte Schulgemeinschaft. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sie bestätigen somit indirekt, dass ein Geistwesen in Heidi hineingefahren ist und die Herrschaft über ihren Körper erlangt hat. Ist es nicht so? Nun, es fehlt uns noch der wissenschaftliche Beweis dafür, dass es hier spuken soll. Das kann noch niemand sagen oder bestätigen. Es ist doch offensichtlich. Wie erklären Sie sich sonst das alles hier? Ich weiß es nicht, aber auf Anraten eines Parapsychologen müsst ihr ab jetzt diese Masken tragen. Parapsycho was? Was ist das? Die Parapsychologie ist die Erforschung des Unerklärlichen. Warum weißt du über sowas Bescheid? Ich lese viel. Und was hat das alles mit Masken zu tun? Man sagt, dass Geister über die Atemwege in unseren Körper eindringen können. Ist das nicht so, Frau Professor? Ja, so ähnlich hat man es uns erklärt. Glauben Sie daran? Ich weiß nicht, was ich glauben soll, ehrlich gesagt. Jedenfalls wurde es uns so aufgetragen.
Und wenn diese Masken auch nur den geringsten Schutz bieten, dann sehe ich nichts Falsches daran. Herein. Frau Plattner, Sie müssen bitte in die Direktion. Jetzt? Ja. Liebe Schüler, ich bin sofort wieder da. Arbeitet inzwischen am Arbeitsauftrag von gestern weiter und seid leise und stellt nichts an. Janis, ich übertrage dir die Aufsicht. Was ist bloß los? Die Erwachsenen verhalten sich so merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie verheimlichen uns was. Ja, die wissen wahrscheinlich mehr, als ihnen selbst lieb ist. Und sie erzählen uns nicht alles. Warum wohl? Um uns zu schützen. Wie es wohl Heidi aus der 3B geht. Sie ist seit dem Vorfall nicht mehr in die Schule gekommen. Leute, wir sollten den Anweisungen der Lehrperson folgen. Und so tun, als wäre nichts? Nein. Es bewahrheitet sich. Was? Die Vision. Welche Vision? Joaquin und Aisa von der 3B haben mir nicht vor langer Zeit erzählt, dass sie eine Vision hatten. Was? In der Vision trugen die Schülerinnen allesamt Masken. Unheimlich. Vielleicht könnte das uns einen wichtigen Aufschluss geben. Das hätte ich fast vergessen. Du hast es noch dabei. Und, was machen wir jetzt damit? Warum hat es Heidi bei sich? Sie hat mir Angst eingejagt. Mir auch. Es war so, als wollte sie, dass wir das Buch erhalten. Ein Diarium. Es sieht aus wie ein Tagebuch. Aber wem gehört das? Ich habe da eine kleine Vermutung. Nein, sag das nicht. Leute, seid ihr nicht neugierig? Lasst es uns öffnen. Vielleicht kommen wir damit des Rätsels Lösung näher. Seid ihr damit einverstanden? Ich weiß nicht so recht. Ja, habt ihr denn keine Angst? Doch, aber wir sollten uns dennoch überwinden. Es muss einen Grund geben, warum wir das Tagebuch erhalten haben. Wir sollten es einfach herausfinden. Genau. Also los! Moment, du willst es hier und jetzt öffnen. Der Zeitpunkt ist vielleicht ungünstig. Gibt es denn den perfekten Zeitpunkt? Nein, ich denke nicht. Jemand sollte an der Tür Wache halten für den Fall, dass die Lehrperson zurückkommt. Das mache ich. Ich komme mit. Okay, der große Augenblick ist da. Wer öffnet es? Ich mache es. Schließlich war es sozusagen für mich bestimmt. Und? Nichts! Das Buch ist leer! Leer? Nichts als leere Seiten! Was soll der Blödsinn?
Ich bin ehrlich gesagt etwas erleichtert. Lass mich mal! Tatsächlich! Wisst ihr was? Dann nimmt uns wer auf die Schippe! Nein, sei still! Und dieser Mundschutz, der ist für die Katz! Was soll das bringen? Daniel, was ist los? Daniel? Ha ha ha! Keine Angst. Daniel? Ich heiße Nebula. Helft mir. Öffnet eure Herzen. Was soll das heißen? Die Seiten beschriften sich. Daniel, ist alles in Ordnung mit dir? Ja. Aber es war so, als hätte ich habe sie gefühlt. In mir drin, ihre Seele. Wen meinst du? Den Geist. Es ist ein Mädchen. Ich habe ihre Gefühle gespürt. Sie war traurig und hilflos. Sie will uns nicht Böses. Bist du dir sicher? Ja. Frau Blattner, komm zurück. Schneller vor die Plätze. Und pack das Buch weg. Und kein Wort zur Lehrperson. Warum? Erkläre ich später. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. War alles in Ordnung während meiner Abwesenheit? Ja, alles in Ordnung, Frau Professor. Gut, dann können wir jetzt ja mit dem Unterricht beginnen. Wir sind ja heute noch nicht dazu gekommen. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Frau Professor? Ja, ja doch. Tut mir leid. Nun, wo waren wir? Und habt ihr es dabei? Ja. Ich bin neugierig, was da drin steht. Wer nicht? Also, worauf warten wir denn?
2. September 1943. Ich habe mich so sehr gefürchtet. Ein Luftangriff auf Bozen. Vor Mittag begannen plötzlich die Sirenen zu heulen. Fliegeralarm. Wir wurden davon ganz überrascht. Wir eilten den schon länger vorher errichteten Luftschutzkanon zu. Wenige Minuten nach 12 Uhr kamen dann vor Süden her feindliche Bomber daher. Ich konnte in dieser Nacht nicht einschlafen. Ich habe gehört, wie meine Eltern sich unterhielten. Mein Vater erzählte meiner Mutter, dass es 15 Bomber waren. Ihr Ziel seien der Bahnhof und die Bahnbrücken über den Eisack gewesen. Am Bahnhof und an den Brücken soll nur geringer Schaden entstanden sein. Nicht wenige Bomben, aber sind weiter entfernt niedergefallen. Das am Bahnhofspark stehende Theater soll auf einer Seite schwer beschädigt worden sein. Es trifft mein Herz. So gern bin ich ins Theater gegangen. Das in der Eisackstraße stehende Knabenwaisenhaus Josephinum soll laut Vater keinen Volltreffer erhalten haben. Bei diesem Luftangriff sollen 10 Zivilpersonen ums Leben gekommen sein. Ich werde ein Gebet sprechen. Das muss schlimm gewesen sein. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gab Luftangriffe auf Bozen, das wusste ich nicht. 1943 war Krieg. Unvorstellbar. Lasst uns weiterlesen. Darf ich? September 1943. Mein geliebter Bruder, deine Neugier wurde für dich zum Verhängnis. Es fällt mir schwer, heute zu schreiben. Ich möchte schreiben, aber die Tränen verhindern, dass ich die Worte sehe und ich gerne schreiben möchte. Meine Gedanken kreisen um die Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Geliebter Bruder. Oh mein Gott, sie hat einen Bruder. Ist es das, was ich denke? Ja, aber wie ist er? Das steht hier nicht. Eine tragische Geschichte. Das macht mich traurig. Soll ich? 25. September 1943. Fast zur gleichen Zeit wie am 2. September trafen die feindlichen Bomber auch an diesem Samstag über Bozen ein. Um 12.10 Uhr. Ziel war wieder offenbar der Bahnhof, wo schwere Schäden angerichtet wurden. Ich habe es selbst gesehen. Bomben fielen auch in den Park beim Hotel Lauren. Ach, wenn ich dran denke, es war so ein schöner Park. September 1943. Meine Mutter kam heute zu mir. Sie fragte mich, was wohl in meiner Kinderseele so vor sich geht. Ich konnte ja nicht antworten. Zu viel schwirrt in meinem Kopf herum. Ich kann es ihr nicht verdenken. Das muss man erstmal verarbeiten. Leute, wir müssen hoch. Die Pause ist um. Bei der nächstbesten Gelegenheit lesen wir weiter, okay? Ich möchte so viel wie möglich über das Mädchen herausfinden. Ja, unbedingt. Oktober 1943. Schon wieder Bomben auf Bozen. Um 11.45 Uhr wurde Alarm gegeben und bald nach 12 kamen die feindlichen Bomber und luden ihre tödliche Fracht ab. Dann drehten sie ab und verschwanden. Wir kamen sodann aus den Luftschutzstollen heraus. In der Meinung, dass die Gefahr vorbei sei. Wenig später
ungefähr eine halbe Stunde nach der ersten Staffel, es muss ca. 12.45 Uhr gewesen sein, kam ohne jede Vorwarnung eine zweite Staffel Bomberflugzeuge daher und warf ebenfalls zahlreiche Bomben ab. Dieser zweifache Überfall hat wieder großen Schaden angerichtet. Du meine Güte. 17. Oktober 1943. Ab morgen wird in Bozen mit der Zustellung der Lebensmittelkarten begonnen. Mein Bauch fühlt sich leer an. Was sind Lebensmittelkarten? Mein Opa hat mir erzählt, dass in der Kriegszeit das Essen knapp wurde. Die Menschen erhielten Lebensmittelkarten, auf denen die Menge an Lebensmitteln, die sie kaufen durften, genau festgelegt war. Oh Mann, willst du weiterlesen? November 1943. Es ist nun bereits die vierte Bombardierung Bozens. Auch dieser Angriff erfolgt in zwei Wellen. Bald nach Mittag, gegen 12.15 Uhr, traf die erste Staffel über Bozen ein und entledigt sich ihrer Bomben. Und bald darauf kam auch schon die zweite Staffel daher und warf ebenfalls wieder zahlreiche Bomben ab. Auch diesmal war offenbar der Bahnhof seine nächste Umgebung das Ziel. Aber Bomben fielen auch bis weiter hinaus. Ich kann nicht mehr weiterlesen. Das trifft mich sehr. Dezember 1943. Wieder ein schwieriger Tag für unsere Stadt. Und merkwürdigerweise bombardierten die amerikanischen Flugzeuge wieder die Altstadt und das Dorf. Wieder wurden das Palais Toggenburg und das Haus Graf Forni getroffen. Das Marieninternat erhielt einen Treffer an der Westseite. Neben der Mariensäule fielen zwei Bomben und beschädigten schwer die Figuren am Sockel. Die Säule selbst blieb zwar etwas geneigt stehen. Das bereits stark beschädigte Stadttheater unweit des Bahnhofs wurde von vier Einschlägen völlig zertrümmert. In den Kapuzinergarten fielen drei Bomben. In Rentsch fielen Bomben auf den Schutzengelhof, auf den Rammelhof und auf das Haus der Sparkasse. In St. Magdalena fielen mehrere Bomben in die Weingüter. Das könnte ich nicht aushalten. Die waren ständig dieser Gefahr ausgesetzt. Da geht es uns noch gut. Dezember 1943. Es ist Weihnachten. Auch wie sehr wünschte ich mir ein Weihnachtsfest, wie es früher war. Noch vor dem Krieg. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass auch an diesem besonderen Tag keine Ruhe einkehrt. Wie? Sogar an Weihnachten? Gegen 1:30 und nachmittags erschienen 40 amerikanische Flugzeuge über Bozen und warfen Bomben ab auf die Stadt. Getroffen wurden vor allem der Bahnhof und dessen Umgebung. Der Bombenhagel reichte aber auch hinaus bis Rentsch. Am dortigen Hauptplatz wurden mehrere Häuser getroffen und zerstört. Der Widum wurde beschädigt. Auf den Viergel gingen ungefähr 70 Bomben nieder. Das hat mir mein Vater erzählt. Dabei wurde die Kalvarienbergkirche beschädigt. An diesem Tag wurde auch die Loretta-Brücke getroffen.
13. Mai 1944. Wieder Bombenangriffe auf die Stadt. Die Kirche wurde, wie Pater Berthold Röllin vom Benediktinerkloster Gries sagte, geradezu aufgespalten. Mein Vater ist sehr verärgert. Er meint, die Leute sind zu unvorsichtig und mit dieser Unvorsichtigkeit bringen sie alle in Gefahr. Die Verdunkelung der Stadt wird von manchen nicht mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt. Licht lockt Bomben wahllos auf alle Mitmenschen. Mein Vater zeigt sich erfreut, dass denjenigen nun starke Strafen gebühren, der leichtsinnig und verantwortungslos leben, Gesundheit und Eigentum der anderen aufs Spiel setzen. Soll ich weiterlesen? Ich muss das erstmal verdauen. Lasst uns morgen weiterlesen. Wer nimmt das Tagebuch mit? Ich will es aufbewahren. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich musste ständig an das Mädchen denken. Mir ging es sehr ähnlich. Wir sind noch früh dran. Frau Professor kommt erst in 15 Minuten. Wollen wir?
4. Oktober 1944. Nach den Bombardierungen Bozens im Dezember 1943 und Frühjahr 1944 ließen die Feinde unsere Stadt fast ein halbes Jahr unbehelligt. Zuvor gab es immer wieder Alarme, aber die angekündigten von Süden her kommenden Bombengeschwader luden dann ihre Bomben nicht auf Bozen ab, sondern flogen weiter Richtung Deutschland. Ein Moment des Aufatmens. Ja, tatsächlich. Ihr habt zu früh gesprochen. Hier, hört euch das an. Januar 1945. Wieder Bomben auf Bozen und Gries. Um 1 Uhr Nachmittag erschienen feindliche Flugzeuge und warfen auf Gries und Bozen Bomben ab. Es hat wieder angefangen. Januar 1945. Seit mehreren Tagen terrorisieren feindliche Tiefflieger die Bevölkerung durch Bordwaffenbeschuss in Tiefangriffen. Jagdflugzeuge beschießen mit Maschinengewehren aus geringer Höhe Frauen und Kinder in den Straßen, der Städte und Bauern auf dem Felde. Wie bitte? Wie grausam. Der Tiefliegerangriff erfolgt meist völlig unerwartet. Mein Vater meint, der sicherste Schutz ist, sich sofort auf den Boden zu werfen und regungslos liegen zu bleiben. Und so sollte man noch einige Minuten warten. Er hat mir auch erklärt, wenn mehrere Menschen zusammen sind, dürfen diese auf keinen Fall in eine Richtung laufen. Richtig ist, wenn sie nach allen Seiten ausschwärmen. Ja, es ist einleuchtend. Es ist sicher. Ich habe das Gefühl, wir leben unter einer dunklen Wolke. Wenn ein heiterer Himmel sich blau und sonnenglänzend rings um uns ausspannt, gehen unsere Schritte leicht. Der weite Raum über uns schenkt uns ein beschwingendes Gefühl der Freiheit. Das Licht macht unsere Herzen froh. Aber unter der Wolke, da zieht sich unser Herz zusammen. Unter der Wolke leben heißt, nicht wissen, was heute oder morgen passiert. Unter der Wolke leben heißt, in dauernder Angespanntheit die Tage verbringen. Unter der Wolke leben heißt, hier bricht das Tagebuch ab. Warum wohl? Ich befürchte, dass... Was? Du denkst... Traurig. Habe ich euch schon versprochen. Ich wollte euch gerne zeigen, was die dritten Klassen so machen, bevor sie da aus der Schule raus sind. Okay? Und zwar, das war eine Aufgabenstellung, freie Arbeit. Freie Arbeit ist immer schwierig, weil freie Arbeit, das heißt, man muss selbstverantwortlich sich was ausdenken, muss die Idee finden, muss eine Skizze machen. Da komme ich nicht und sage, das ist richtig und das ist falsch. Sondern da könnt ihr frei arbeiten. Und das ist ein riesengroßer Anspruch an euch persönlich. Und die 3a hat das aber ganz schön gelöst. Das sind ihre Abschlussarbeiten. Jetzt zeige ich euch ein paar und dann reden wir drüber, okay? Schaut euch das einmal an. Ich stelle dir mal auf.
Und dann können wir ja noch einmal diskutieren, was Kunst ist und was keine Kunst ist. Gegenstand, Würfel, Frisbee und diesen Ring. In Exercise 5 and 6 are about the story of Dana and Naka doing that. You remember the story? Yes. Yes. Okay. Number 5, you put the pictures in the right order, right? And number 6, you put the sentences in the right order. Okay. Today I have to leave a little bit earlier. Okay, I have to fix some stuff in the secretary. Therefore, I'm going to leave now in a moment, and in the meantime you can pack your school bags and get ready for going home, right? Have a nice day. And then see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Und was sollen wir mit dem Tagebuch machen? Das ist eine gute Frage. Warum hat sie es uns gegeben? Nun, wir haben einiges über sie erfahren. Aber was? Da muss noch etwas sein. Da muss noch etwas dahinter stecken. Vielleicht haben wir im Tagebuch einen Hinweis übersehen. Schauen. Ich kann es nicht finden. Bist du dir sicher, Sean? Sieh genauer nach. Nichts. Es ist nicht da. Hat es jemand von euch eingepackt? Vielleicht konnten wir dem Gast helfen. Vielleicht ist der Weg und mit ihm das Tagebuch. Maya könnte recht haben. Der Geist hat uns darum gebeten, in die Vergangenheit zu blicken. Das haben wir gemacht, indem wir das Tagebuch gelesen haben. Und das soll schon alles gewesen sein? Nein, das kann nicht sein. Da stimme ich Anna zu. Da muss noch was anderes dahinter stecken. Thank you.
Siehst du das auch? Ja, ich kann es kaum glauben. Bist du Nebula? Ja. Können wir dir helfen? Das hast du bereits. Dann bist du jetzt frei? Nein. Was können wir für dich tun? Das liegt nicht in eurer Hand. Nebula? Nebula? Bist du noch hier? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich auch nicht. Sie sagte, wir hätten ihr geholfen. Und wie? Was haben wir Großartiges gemacht? Erinnert euch zurück, als sie unmittelbaren Kontakt mit Daniel aufgenommen hat. Sie sagte, öffnet eure Herzen. Dadurch haben sich die Seiten des Tagebuchs gefüllt. Dadurch hat sie uns die Möglichkeit gegeben, die Person hinter dem Geist kennenzulernen. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Sie hat uns Einblick in ihr früheres Leben gewährt. Ja, und dadurch habe ich ein wenig die Angst vor ihr verloren. Das geht uns doch allen so, oder? Ja, ich glaube, sie wollte uns damit zeigen, dass sie nichts Böses vorhat. Ich fühle mich fast ein wenig erleichtert. Ich auch. Nein, ich glaube, da ist noch mehr. Das mag sein, aber es liegt nicht an uns, es herauszufinden. Das hat sie doch gesagt.